Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von WoW Classic hier in meinem Kanal. Schön, dass du wieder dabei bist. So, ich bin hier wieder in Astranar unterwegs, war aber kurz mal in Ironforge und habe, ja, meine Berufe ein bisschen gelevelt, die Taschen leer gemacht, wie ihr sehen könnt. Ich habe einen neuen Umhang, ich habe die Verzauberungen mal angebracht, weil ich ja immer noch behaupte, dass das wirklich einen Unterschied macht. Also da, wo es Dew war, habe ich das entsprechend angelegt und ich würde sagen, wir machen jetzt erstmal hier weiter mit den Quests. Wir müssen jetzt erstmal zu dem Mondbrunnen und wir brauchen diese... Das ist Suramstrand. Okay, wir müssen hier... Diese Tante, die ist hier oben irgendwo. Ich glaube hier ganz oben in dem Berg drin. Deswegen würde ich sagen, wir versuchen mal da irgendwie hinzukommen. Da war ja auch so eine Beschreibung, ne? Bei der Laterne irgendwie abbiegen, bei der Bank links abbiegen oder so. Dann die Prachtschwinge des Steinkrankenbiegers, da würde ich dann mit dem Greifen hinfliegen, sobald wir uns das wieder leisten können, weil ich bin ja gerade so ein bisschen pleite. So, und dann hier ein Mondbrunnen östlich des Irissee, wenn ihr bereit seid, folgt der Straße und wendet euch gen Norden. Wenn ihr einen kleinen Sitzbereich seht, ja, dann müsste dann hier hinten irgendwo sein. Gut, das ist wie gesagt die Quest für Dartholds Route der Transformation. Ich will jetzt noch nicht zu früh verraten, was die kann, aber es ist ein Item. Es ist eine Questreihe, die ihr in jedem Fall abbrechen werdet, weil ihr dieses Item behalten wollen werdet. Das wurde später irgendwann mal geändert. Dann ist es, glaube ich, irgendwann ein Spielzeug geworden. Eine diese Änderung, die ich halt immer nie so ganz verstanden habe. Denn ja, wenn man sich mit dem Spiel befasst hat, dann hat man dieses Item behalten und man hatte über Jahre hin Spaß und andere hatten es nicht. Und das war natürlich ärgerlich, wenn man den Quest halt früher beendet hat und dann keine Chance mehr hatte, da dran zu kommen. But so what? Dann war das halt so. That's life. Digi. So. War das hier nicht die Ecke, wo wir hoch mussten? Ich weiß es nicht, aber hier stand ja irgendwas von Sitzgelegenheit. Wenn ihr bereit seid, wenn ihr einen kleinen Sitzbereich zu eurer Linken erreicht. Ich meine, das müsste hier schon längst gewesen sein. Ist das noch weiter hier oben? Das hier gemeint. Kleiner Sitzbereich mit Buch. Es gibt übrigens viele Bücher im Spiel, die man hier auch so lesen kann. Dann auch, die dann auch wieder Background-Stories und so weiter bieten. So, und dann müssen wir doch noch irgendwas sammeln hier. Luns Träne, was war das denn nochmal? Das ist eine Gesteinsart, die... Insel Irissee in Astranar, das ist vielleicht auch noch eine Sache, die wir mal angucken sollten, okay. So. Gehen wir mal lieber auf Nummer sicher hier. Wir brauchen noch ein bisschen Fleisch auch zum Kochen und so. Bärenfleisch ist immer ein bisschen knapp. Und dann, ja, nächsten Level kriegen wir wieder fantastisch neue Spells. Ich hoffe, dass wir dann Corn of Cold und sowas bekommen. Hatte ich überhaupt meine Skillpunkte gesetzt? Natürlich wieder nicht, ist ja klar. So, wo waren wir denn hier stehen geblieben? So, wir haben verbesserte Frostnova, also der Cooldown runter. Wir haben einen verbesserten Frostblitz. So, bei den Tier 3 Talenten, wenn man dieses AE-Farmen macht, das habt ihr bestimmt schon mal gesehen, da laufen Magier, die polen dann so eine ganze Mobgruppe. Laufen rückwärts und dann fangen die an hier den Blizzard hier zu spammen und dann laufen die Gegner ganz einfach zu und die können dann irgendwie 20, 30 Gegner gleichzeitig downbringen, wenn man es geschickt macht. Aber wir setzen ja im Moment auf unser Crit-Build. Weniger Zauberzeit gewährt den Kälteeffekten eine Chance, das Ziel einzufrieren und hier beim Crit-Build ist es so, wenn wir das erhöhen, kriegen wir ja den erhöhten Schadensbonus. Und wenn wir das jetzt ausgeskillt haben,
können wir dann gucken, ob wir auf Zertrümmern gehen und so weiter. Also ich würde sagen, wir skillen das jetzt erstmal durch. Und dadurch haben wir dann, immer wenn wir einen Crit machen, 100% mehr Schaden. So. Gut. Ja, hier sieht man so ein bisschen angedeutet, hier soll so ein Weg raufgehen. Und ich meine, wir müssten dann hier oben rum. Und dann müssen wir aber, glaube ich, ziemlich schwere Gegner schon umliegen. So auch so Baumdinge und sowas alles. Und dann müssen wir noch durch in so ein Gebiet, in so eine kleine Höhle, oben auf den Berg rein. Und es hält sich immer noch das Gerücht, und ich glaube, das ist sogar wahr, dass man so ein kleines Grimling-Flitzer-Pad bekommen kann. Also auch so ein kleines wie das Hühnchen. Wo ich immer wieder gefragt wird, was kann das? Ja, es kann mich begleiten. Es ist halt so ein kleines Pad. Ne? In anderen Spielen zahlt man Geld dafür, oder in WoW mittlerweile ja auch, dass man so eine kleine Begleitertiere hat. In dem Fall hier ist es einfach da. Das ist ein Gimmick, nicht? So, da sind wir auch schon. Die Mondbrunnen übrigens wichtig später mal, wenn ihr Schneider seid, dann müsst ihr teilweise dann in den Mondbrunnen eure Stoffe verändern, sage ich jetzt mal. Habe ich selber nie gemacht, aber die weite, weite Welt. Finde ich sehr, sehr schön. Hallo, wie geht es euch? Oh, Ren hat euch geschickt. Dann muss es wohl wirklich dringlich sein. Wie kann ich euch helfen? Ich wünschte, ihr hättet bessere Nachrichten. Ren hat recht. Ich weiß von Dartholds Werk und den Trends, den Baumwesen in diesem Gebiet. Zumindest wusste ich es einst. Heute sind sie verderbt, ihre Natur verzerrt. Falls es euer Ziel ist, das nächste Teil der Route zu finden, solltet ihr zunächst den Schlüssel suchen, mit dem die Truhe geöffnet werden kann, in dem er sich befindet. Einer der Trends nordöstlich von hier in der Nähe des Teufelswalds hat ihn. Sobald ihr ihn habt, sucht nach einem kleinen Tal westlich der Straße nahe der Grenze zum Teufelswald. Die Truhe ist dort irgendwo versteckt. Ja, sage ich ja, Trends. Da müssen wir Trends töten. Aber wir müssen doch hier irgendwo noch an diesen See ran. Wo war denn der? Eluns Träne. Träne von diesem Ort vorkommen auf der Insel östlich von Astrana. Östlich von Astrana. Wir sind ja östlich von Astrana. Das muss hier irgendwo sein. Lass uns mal hier weitersuchen. I think that was here somewhere. Hier ist ein Berg im Weg. Ein Berg. Dann laufen wir nochmal ein kleines Stück zurück. Damit wir diese Quest dann auch abschließen können. So, hier habe ich den Irissee entdeckt. Ich glaube, wir sind auch richtig. Hier scheint ja so eine Talkerbe zu sein. Wir schauen mal, ob wir hier irgendwie durchkommen. Und natürlich habe ich schon wieder vergessen, meine Frostrüstung zu aktivieren. Ich muss mal eben wirklich kurz gucken, dass ich hier den Spell, die Spell-ID nehme und das nochmal wieder in das Add-on eintrage. Damit mir das nicht immer dauernd passiert. Dann wird das auch automatisch nachgebufft. Und da können wir auch direkt die anderen Sachen nachbuffen. So. Ja, hier in Smart Buff, ne? Das ist im Moment nur keine Intelligenz. Hier haben wir natürlich jetzt so ein paar Elementare. Das ist ein Problem, weil ich gerade nicht weiß, wie da die Elementarresist gegen Zauber ist. Ihr seht es, widerstehen. Jetzt haben wir mal Schaden. Das hat geklappt. Ist auch noch der zusätzliche Slow-Effekt von meiner Frost-Armor jetzt drauf. Also wenn man dran denkt, dann funktioniert sie ja ganz gut. Man muss halt nur dran denken. Ja, und hier oben irgendwo befinden sich Tränen von Elun, von denen wir eine brauchen, um die Heilung für das arme Mädchen dann auch voranzutreiben. Da würde ich sagen, gehen wir als nächstes die Trends suchen. Im Süden hier vom Teufelswald. Der Teufelswald ist übrigens ein sehr beeindruckendes Gebiet. Nicht nur wegen seiner Story, die sich da so scheinbar entfaltet, und nicht wegen seinem diabolo-esken Inhalt, der sich da auch verbirgt. Ja, es gibt also wirklich da eine sehr Diablo-artige Höhle, die sich da, wenn man darunter geht, dann hat man so den Eindruck, man ist hier wirklich in so einem kleinen Diablo, weil es immer tiefer geht und immer weiter und sich das unfoldet sozusagen. Was ist das denn? Ein Stein, oh. Gut. Gehen wir kurz an den Fischen vorbei und dann sammeln wir mal kurz eine Träne ein. So, dann hätten wir dieses. Können wir den Quest auch schon mal abhaken. Und dann, wie gesagt, würde ich mich jetzt hier hinten hinbegeben. Das heißt, wir laufen jetzt erstmal die Straße entlang.
Und dann begeben wir uns Richtung Teufelswald. Hier laufen die Trends rum, die wir, glaube ich, für diese Quest brauchen, wenn ich mich da richtig entsinne. Da kriegen wir dann auch die nächste Zutat für die Route der Transformation, auf die ich mich wirklich sehr freue. Und ich bastle mal eben hier den Buff jetzt rein, damit mir das nicht dauernd passiert hier. Das ist echt nervig. Ich bin auf dem Weg hier in den Teufelswald. Gen Norden bin ich unterwegs. Habe jetzt hier mal die Frostrüstung reingehackt mit meinen Imba-Hacking-Skills. Und ihr seht, ich werde jetzt darauf hingewiesen, dass sowohl die Arkane Präsenz, Arkane Intelligenz fehlt, als auch die Frostrüstung. Ja, ich hatte ja schon mal erwähnt, ich mag das, wenn ich dann so Add-ons auch wieder ein bisschen anpassen kann, dass sie auch wieder funktionieren. Ich hatte damals ja auch eins umgeschrieben, wegen des Lootens hatte ich erwähnt, und das ist auch wieder gesurfaced, das ist schon wieder unterwegs. Und ich überlege, ob wir dann damals das wieder so machen wie damals, dass wir dann auch wieder mit den Adlerpunkten arbeiten, um Loot zu verteilen. Das wird sicherlich sehr spannend. So, was ich jetzt vergessen habe, ist hier, das ist ein Level 27 Quest. Wir gucken mal kurz, ob wir so ein Bäumling schaffen, aber das war natürlich jetzt sehr blöd von mir. Sollte es nicht der Fall sein, würde ich sagen, begeben wir uns zurück nach Ashenville, geben die Quest ab und würde dann sagen, dass wir eventuell die Quests im Steinkrallengebirge machen, weil den Flug müssten wir uns dann langsam wieder leisten können, wenn wir ja auch ein paar graue Items bekommen haben. Die Questbelohnung, ja, das müssten wir irgendwie hinkriegen. Habe ich jetzt gar nicht drauf geachtet. Aber das ist auch so eine Sache, ne? Also hier, ich weiß ja jetzt nur durch das Add-on weiß ich, dass diese Quest jetzt deutlich über meinem Level ist. Die Mobs sind orange. Im normalen Spiel sieht man das so nicht. Das heißt, ich wäre hier hingegangen, oh, die sind Level 26, ich laufe lieber nochmal weg. Das wäre jetzt normalerweise das Verhalten gewesen. Und ja. So ist es halt. Die Chance, dass es natürlich dann hier im ersten Mob auch drin ist, natürlich außerordentlich gering. So ein Baum müsste ja eigentlich gegen Feuer nicht. Gut. So viel zu dem Thema. Ja, jetzt müssen wir nur noch die richtige Truhe finden. Und ich glaube, das war wieder so schwierig. Da war nämlich das Problem, dass die Truhe ist, glaube ich, hier unten irgendwo. Und da waren so Schlammlinge. Und die sind auch nicht gerade gut auf uns zu sprechen. Ja, das war aber jetzt erstaunlich gut. Da haben wir jetzt aber echt mal Glück gehabt, muss man da sagen. Wo wir gerade mal hier sind, wir sind hier am Außenposten, da haben wir hier den Silverwing Außenposten. Genau, das wollte ich sagen. Sehr, 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 sehr schön. Und ja, das ist Vorbote sozusagen des ganzen PvP-Geschehens hier. Denn ja, mittlerweile sind auch die Schlachtfelder online. Wir könnten die also auch testen, theoretisch. Aber hier halt so Abgesandte der Silverwing. Und wenn wir hier uns weiter umschauen. Ich weiß nicht, ist das eigentlich hier reingebaut worden von dem damals mit dem Patch erst oder so? Da bin ich mir gar nicht so sicher. Was ich gerade suche, ist was anderes. Ich wollte euch eine Stelle zeigen hier, die auch nicht viele Spieler kennen. Wo sind wir jetzt eigentlich gerade? Ich versuche mal hier gerade die Map aufzudenken. Hier ist der Falenski-See. Das ist auch nicht aufgeploppt. Hier unten ist es, glaube ich, nicht. Hier ist das. Garderobe will was zeigen. Klappt ja toll. Es gibt hier nämlich. Also, das gesamte Gebiet hier eignet sich natürlich hervorragend für Rollenspiel. Aber in dieser gesamten Map gibt es verschiedenste Orte. Also, erstmal zeige ich euch mal den Hauptposten hier. Aber es gibt verschiedenste Orte, wo so kleine Secrets hier versteckt sind, die wahrscheinlich kaum jemand kennt. So, und hier haben wir jetzt, da seht ihr hier, ne, da ist mal früher, musste man dann auch wirklich hier hinlatschen, damit man sich für das anmelden kann. Hier, Kokelwälder, ja, was haben wir denn hier? Ja, was wollt ihr? Haben wir Gott nicht Melonen, da brauchen wir es nicht, wir sind Magier.
Und hier gibt es dann auch ein Quest, wo wir letztlich dann ne, mit dem Brigade in Besitznahme des Arati-Beckens. Es gibt übrigens sehr, sehr, sehr viel Belohnung und auch XP. 25 könnten wir irgendwann mal machen, aber wir sind gerade hier im unteren Bracket des gesamten Dingens. Und ja, was man natürlich dann auch immer sehen kann, ist seid vorsichtig. Nichts. Der zeigt mir das nicht an. Gut, wir haben jetzt zwar den Ruf, aber er zeigt mir nicht die... Weil das ist auch immer cool zu sehen, eine Belohnung. Und hier würde ich dann reinlaufen, dann würdest du hier reinlaufen in das Schlachtfeld sozusagen. Kann ich das nicht meine ausfiltern? Waren sind von höchster Qualität. Oder gibt es keine Schlachtfeldbelohnung? Muss man erst einmal gewonnen haben, ich weiß es nicht. Ja, jedenfalls sehr, sehr schön. Kokelwälder übrigens sind die... Was? Ja, die sind im Krieg, finden das aber witzig. Okay, Kokelwälder sind dann übrigens die Sachen hier, die zu Weihnachten kommen, ne? So, ich meine, unsere Schlemmlinge, die müssten hier unten sein. Da würde ich jetzt gerne noch mit euch mal hinlatschen. Hab aber das ungute Gefühl, wie gesagt, dass die auch zu hochlevelig sind, weil wir hier den Eisenschaft, falls es hier nächste Reise... Aber ich möchte unbedingt dieses Item haben. Das heißt, wir können uns mal eben angucken, welches Level die haben, ob die wirklich Level 27 sind. Die Bäumlinge hatten das ja, aber ihr seht ja hier zum Beispiel, die Mobs, die sind jetzt alle nicht so hoch. Nur halt sehr viele. Und natürlich, wenn ihr hier unten weiterlauft, kommt ihr ins Hordegebiet hier. In das allseits berühmt-berüchtigte Brachland mit dem Brachland-Chat. Wo regelmäßig zur Sicherheit nochmal gefragt wird, ob jemand denn wirklich jetzt von Thunder Fury gesprochen habe und ob es denn jetzt doch möglich sei, Mankriks Wife, Mankriks Frau gefunden zu haben. Habe ich mich übrigens auch schon mal beim Horde-Questen, habe ich mir da einen abgebrochen. So, pass auf, wir müssen hier irgendwie, ich gehe einfach mal hier rüber, dann können wir nämlich mal oben runter gucken, ohne dass wir von diesen Brühschleimer-Viechern an. Ich glaube, das war so, da musste man Brühschleimer umhauen. Oh. Huch. Ich glaube, da musste man Brühschleimer umlegen, die dann so, wenn man die getötet hat, dann haben die so eine Kiste fallen lassen und mit dem Schlüssel, den wir jetzt geloot haben, müssen wir die Kiste öffnen. Guck mal, und die sind gar nicht so hochlevelig und wir haben sogar Freunde hier. Hier verbergen sich nämlich versteckte Truppen der Allianz, die hier in der Nähe des Hordepostens, der sich hier oben befindet, das ist der Splinter Tree Außenposten, glaube ich, heißt der, die ja den Auskundschaften, ausspionieren, Horde und Allianz sich hier also im Gebiet gegenüberstehen. So, jetzt looten wir das hier. Normalerweise müsste hier eine Kiste entstehen. Das ist in dem Fall aber nicht der Fall. Okay, wir probieren hier nochmal ein. Oder es sind wirklich welche, die hier unten im Gebiet sind. Oder die Kisten sind wirklich komplett hier unten. Das glaube ich aber nicht, dass das so war. Ich hasse diese Brühschleim. Allein die Geräusche, die sie schon machen. Dann diese ganzen grauen Rotz, die dabei haben. Irgendwie komischen, abgefransten Rohre, die kein Mensch braucht. Und ich weiß auch gar nicht, wo so ein Brühschleimer irgendwelche Sachen transportieren kann. Keine Kiste. Habe ich das in falscher Erinnerung? Sobald ihr ihn habt, sucht nach einem kleinen Tal westlich der Straße nahe der Grenze zum die Truhe ist dort irgendwo versteckt. Ach so, das war nicht hier, das war... aber was hat man denn dann hier rausgelootet? Das war das nicht, dass man dafür den Schlüssel brauchte? Weil der sagt uns ja jetzt, hier ist die Grenze zum Teufelswald. Dass wir in dieses Tal hier rein müssen. Habe ich das echt falsch in Erinnerung? Ich wollte euch mal kurz den Außenposten zeigen. Ich hoffe, wir überleben das. Da unten seht ihr ein Lagerfeuer, da steht die Horde rum. Da seht ihr auch Level Level Totenkopfwachen. Gut, ja, ich darf euch auch allgemein die sehr umfangreiche Broschüre Der Weg war umsonst empfehlen. Das ist ein klassisches Werk aus dem Garderun-Universum
Kann man mal lesen, sollte man auch gelesen haben. Was machen die denn eigentlich da? Warum stehen die da nur rum? Ja, dann würde ich sagen, wir latschen mal zurück. Ja, Gott nochmal. Ich habe aber wieder nicht ganz mitgedacht. Dieses Gebiet, wo wir hinten latschen wollten, ist natürlich voll von Level 27ern. Deswegen würde ich sagen, wir gehen jetzt erstmal hier diese Quest ab und helfen dem Mädchen und begeben uns dann ins Steinkrallengebirge. Habt ihr den Irissee gefunden, Garderol? Habt ihr die Träne? Ja. Oh, ihr habt sie gefunden! Ich werde die Träne in einen Eintopf geben und beten, dass meine Tochter davon geheilt wird. Danke, Garderol, danke! Geht in Bitte! Frieden. So, jetzt können wir hier mal gucken, ob er das macht. Ist das meine Tochter? Danach wirst du dich gleich viel besser fühlen. Bitte sehr. Oh je. Ich nur allein. Jetzt schläft sie zwar nicht mehr, aber... Und schlief wieder. Ich bin ganz Ohr. Die Träne von Alun hat einen Teil der Erkrankung meiner Tochter weggewaschen. Ihre Albträume haben nachgelassen und ich danke der Göttin für ihren Segen. Aber immer noch wütet das Fieber in ihr. Orendil erzählte mir von einem gefrorenen Stab, den man in den Sternenstaubruinen findet. Vielleicht kann man damit Relaras Fieber senken. Sammelt etwas von diesem Staub und Staub, nicht Stab. Und kommt dann bitte wieder zu mir zurück. Die Sternenstaubruinen liegen im Süden, Garderol. Möge Elun eure Reise beschleunigen. Ich habe übrigens in den Kommentaren gelesen, dass ich das super vorlese und dass das toll ist. Das Problem ist, es gab wieder einige Leute, die sagen, voll langweilig, dass es vorgelesen wird. Das sind auch die gleichen Leute, die Quests nicht lesen und diese wunderschönen Geschichten verpassen. Wir machen das so weiter wie bisher. So, Sternenstaub. Dann holen wir den jetzt erstmal. Das heißt, wir müssen jetzt mal eben kurz hier runter in den Süden. Da haben wir schon was vorbereitet. Ich habe das früher nie gesehen. Guck mal. Das wäre mir nie... Also... Und ich frage mich gerade, warum nicht? Und ich schäme mich auch so ein bisschen. So, müssen wir jetzt zu diesem Gebiet. Ich glaube, hier haben wir uns ja schon mal hin verlaufen. Schattenhornhirsch. So, und wir brauchen eine Handvoll Sternenstaub. 5 Stück. Und das ist ein Level 23 Quest. Sollte also ideal auf unserem Level liegen, um der Dame zu helfen. Und dann können wir ja ins Steinkrallengebirge. Ich weiß gar nicht, droppen diese Viecher den oder müssen wir den einsammeln? Finden wir raus, indem wir... Waren das nicht so Büsche? Ja, seht ihr, das sind diese Büsche. Und die sind, glaube ich, nur auf der Insel. Das heißt, wir könnten mal eben hier ganz nonchalant hier einmal durch. Das ist zu weit entfernt. Sie wissen nicht riskieren, dass der mich einfach unter Wasser angreift. Eine ganz schöne Latenz, ne? Seht ihr das? Ich bin gespannt, ob es das Addon Quarz dann auch geben wird. Irgendwann mal wieder. Oh, er hat mich eingewurzelt. Ich armer Magier, was mache ich denn jetzt nur? Gucken, ob man die besser ankokeln kann. Das sind ja so Wasserschleimer. Die müssten ja eigentlich gegen Feuer. Und ich hätte gerne Counterspell, aber wir haben den immer noch nicht. Gegen Caster ist es echt mau dann, ne? So, dann würde ich sagen, wir pfeifen uns mal eben noch mal ein bisschen Essen rein. Food Buff ist ja auch schon wieder weg. Und da sieht man hier den Sternenstaub. Sieht schön aus. So, übrigens, meine sehr verehrten Damen und Herren, draußen an den Empfangsröhren, im Release-Spiel sieht alles, was man irgendwie für eine Quest looten muss, halt irgendwie so ähnlich aus. Also, das hat diesen, du musst mich looten, ne? Wie wenn man Mob lootet, da kommt ja so auch so ein Gleißen. Dieses Gleißen haben alle Quest-Items, das heißt, dass du wirklich ganz stupide in der Welt rumrennst und du siehst und weißt alles und so. Halt, wie gesagt, für die Amerikaner, die sind ja so ein bisschen blöder. Oh, ich habe einen Zauberstab verkauft. Sehr schön. Ich habe, wie gesagt, ein bisschen Beruf gemacht.
Da wurde auch geschrieben, da gab es die nächsten Leute, die geschrieben haben, zeigt doch nicht die ganze Zeit die Berufe, das wird doch eh alles gelöscht. Leute, wir wollen hier dieses ganze Spiel sehen und atmen und erleben, so wie es war. Und da gehört natürlich das alles mit dazu. Da nehme ich nicht einfach irgendwas raus, ich möchte in dem, was wir hier machen, natürlich ein möglichst vollständiges Bild liefern. Es gibt da Leute, die haben das alles noch nie gesehen. Und ich finde schon, dann gehört es dazu, zu einem vollständigen Bild, eben auch, ne, zu gucken, Berufe und so weiter. So, wir haben 5 Sternenstaub. Die Mobs selber droppen die nicht. Ich esse nochmal kurz ein Häppchen. Es kommt ja gleich hier hochgelatscht, ne? Müssen wir die auch noch weglegen. Aber ansonsten haben wir hier 3 Stück schon freigelegt. Sehr schön. Dann machen wir diese Quest noch zu Ende. Und dann geht's in der nächsten Folge im Steinkrallengebirge weiter. Mittlerweile das Level Cap ja auch auf Level 40 erhöht. Also haben wir noch einiges zu tun. Freue ich mich drauf. Noch eine. Also Pseudomidis hier, die sind mir auf jeden Fall lieber. Schattendickicht-Holzformer. Diese Namen sind doch immer sehr, sehr witzig. Er hat doch immer wieder Schwammel. So, dann kriegen wir das da hinten, glaube ich, auch noch. Dann haben wir den Quest erledigt. Also mit da hinten kriegen wir das nochmal nicht, ohne zu pullen. Sehr gut. Wunderbar. Dann hoffe ich, dass wir... Aber wir haben jetzt ganz schön viel getan dafür, ne? Dass wir dem Mädchen da helfen. Da muss aber eine richtig fette Belohnung dafür rausspringen, dass wir einem Menschen das Leben retten. Da wäre ich aber mal für hier. Drunter mache ich es nicht. So, kommen wir hier wieder raus irgendwie. Als Gnom hast du übrigens echt das Problem, dass wenn so seichtes Gewässer ist, dann steht der ganze Gnom im Wasser, guckt nur mit seinem Köpfchen raus und kann sich total langsam bewegen, weil der Gnom schon schwimmt. Andere laufen aber ganz easy durchs Wasser durch. Kein Scherz. Was führt euch hierher? Habt ihr den Sternenstaub schon, Garderol? Ihr habt den Staub. Ich werde daraus eine Breipackung machen. Vielleicht kann man damit Renas Fieber senken. Nochmals danke, Garderol. Ohne eure Hilfe würde mein Kind sicherlich sterben. Viel Glück. Kommt mir allerdings so ein bisschen vor wie bei Experimenten hier am lebenden Patienten. Seufzt erleichtert, legt eine Breipackung auf Relaras Stirn. Pelturas seufzt erleichtert. So, jetzt aber. Friede sei mit euch. Relara hat kein Fieber mehr, aber sie ist immer noch sehr schwach. Ich glaube nicht, dass sie wieder zu Kräften kommt, wenn wir einfach nur abwarten. Ich glaube, dazu bedarf es der Kraft eines Mondsteins. Wir haben Mondsteine früher immer beim Fallenskai-See im Südosten gesammelt, bis die Schattendickicht-Bäumlinge kamen. Ihr Anführer, das Schattendickicht-Orakel hat alle gefallenen Mondsteine eingesammelt und hortet sie. Jetzt müsst ihr euch einen Mondstein von dem Orakel holen. Und dazu werdet ihr ihn wohl erschlagen müssen, fürchte ich. So, jetzt kriegen wir hier die Belohnungen und da kriegen wir super coole Stoffschultern und 3050 lohnt sich ja echt. Gut, das und mehr schauen wir uns an in der nächsten Folge, denn dieser Quest... Ring von Soram, Eisenschaft, das ist ein Level 30 Quest, den machen wir jetzt noch nicht. Wir reisen zum Steinkrallengebirge, dort sehen wir uns wieder. Lasst gerne einen Kommentar da, die lese ich immer alle und ich freue mich wirklich immer von euch zu lesen.